Der eine musste kräftig durchatmen, der andere war kräftig am Grübeln. Don Jackson vom EHC München auf der einen und Adlertrainer Pavel Groß auf der anderen waren von der eben zu Ende gegangenen Partie sichtlich gezeichnet. Auch der nach seiner Verletzung wieder aufs Eis zurückgekehrte Mannheimer Nico Kremmer konnte seine Enttäuschung nach der späten 1:2-Niederlage nicht verbergen. Sehr, sehr bitter. Wir müssen es jetzt alles noch in Ruhe analysieren, aber wir sind einfach ein bisschen selber schuld. Wir haben nach 40 Minuten sind wir ein bisschen von unserem Spiel abgekommen und die letzten 20 Minuten waren nicht gut genug. Der Münchner Chris Borg bestrafte 52 Sekunden vor dem Ende die schlechte Chancenverwertung der Adler mit seinem Siegtreffer und sorgte dementsprechend auch bei den Mannheimer Fans für lange Gesichter. Wenn man die Chancen nicht nutzt, dann verliert man halt so ein Ding. Ja, es war ärgerlich, aber München hat halt das wieder bewahrheitet, was es eigentlich die ganze Saison spielt. Druck gemacht, Last-Minute-Tor geschossen, spiegelt sich viel wieder. Zu weit vom Mann entfernt, nie mehr gelaufen. Und die Münchner haben das gemacht, was sie immer machen. Das Spiel noch drehen im dritten Drittel. Richtig. Statt die Münchner im Kampf um Platz 1 nochmal anzugreifen, müssen die Adler 6 Spiele vor dem Hauptrundenende nun eher nach hinten schauen. Die Priorität lautet Verteidigung von Platz 2. Das schafft man naturgemäß durch gewonnene Spiele, am besten schon am Freitag, dann gastiert die Düsseldorfer EG in der Mannheimer SAP Arena. Ich glaube, dass wir unsere Fehler noch analysieren müssen und auf alle Fälle, dass wir 60 Minuten Eishockey spielen. Wenn wir unser Spiel 60 Minuten durchspielen, ist es, glaube ich, für jede Mannschaft der Liga schwer, gegen uns zu spielen. Das klingt doch schon wieder optimistischer. Anpfiff gegen Düsseldorf ist um 19:30 Uhr.